So, hallo. Jetzt stehen wir hier wieder mal in Mosbach. Den Stellplatz haben sie etwas erweitert. Das ist wunderschön. Ich habe jetzt die Fahrräder rausgeholt, denn uns sind die Kirschen ausgegangen. Und es donnert zwar schon, aber wir fahren jetzt noch mal rein schnell ins Städtchen und holen uns ein paar Kirschen. Gell, Ossi? Und für euren Komfort wollten wir auch schon sorgen. Das heißt, ich habe so ein neues Ansteckmikrofon von Rode gekauft. Das macht es dann stereomäßig. Aber das konnte uns Amazon nicht liefern. Also es gibt noch andere Online-Versender. Und Amazon haben wir es bestellt und der konnte uns das noch nicht liefern. Und deswegen nochmals jetzt die Mono. Aber das ist dann das letzte Mal. Gell, Ossi? Ja, genau, so ist es. So. Aber da es jetzt donnert, räumen wir doch lieber ein, oder? Ach Quatsch, das trocknet doch. Aber das geht rein. Dann haben wir hier ein ganz neues Fahrradnavi. Auch das haben wir uns zugelegt. Mit Genehmigung von Ossi. Stimmt's? Helle braucht immer alles und das sofort. Ja, und ja, man wird ja nicht jünger. Das probieren wir jetzt auch gleich einmal oberflächlich aus. Und für morgen werde ich dann im Computer eine Route festlegen und dann tun wir sie genau ausprobieren. Einverstanden, Ossi? Einverstanden, wenn es nicht regnet. Und ihr seid natürlich dabei. Aber ganz sicher. So, jetzt müssen wir los, das donnert schon. Wir wollen noch Kirschen. Ja, also. Ja, also in unserer Garage müssen wir noch vieles tun. Da ist noch vieles sehr unorganisiert. Ja. Hier ist der Stellplatz. Wir haben schon mal ein Video gemacht von denen, weil wir waren schon mal hier Ende letzten Jahres und das tun wir euch oben einblenden, dann könnt ihr euch das anschauen. So, das ist eine altbekannte Strecke. Wunderschönes Wetter und es donnert zwar, aber man sieht nirgends richtige Gewitterwolken. So weit kann man das jetzt schon mal riskieren, was wir da machen. Also navigieren ist noch nicht richtig. Das zeigt uns nämlich noch Konstanz an, komischerweise. Was ist? Sei Konstanz an, aber wir stehen in der Hauptstraße in Mosbach. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Hast du schon abgeschlossen? Nein. So, da fahren wir jetzt wieder zum ehemaligen Landesgartenschaugelände. Da ist wenigstens nicht so hektisch wie jetzt hier in der Hauptstraße. Also Mosbach ist nichts Spektakuläres, aber es ist ein schönes Städtchen. Die Meinung haben wir nach wie vor. Und es ist das ehemalige Gelände der Landesgartenschau mit Kräutergarten etc. Hat sich gelohnt? Magst du nicht mehr? Nein. Das magst du nicht mehr. Hat sich natürlich gelohnt. Ein bisschen frische Luft, ein bisschen abgekühlt. Das war die Aktion wert, oder? Was? Leckere Kirsche. Sitzen wir wieder da und es hat nicht gewittert, aber es hat sich etwas zugezogen. Vielleicht kühlt es heute Abend oder heute Nacht. Vielleicht kühlt es heute Nacht ab. Das wäre ja nicht schlecht. Es ist nämlich sehr, sehr heiß. Ja. So, wir sitzen immer noch am Stellplatz in Mosbach und das Gewitter ist nicht gekommen. Mhm. Jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht. Es wird nämlich langsam etwas frischer. Es hat heute teilweise 34 Grad gehabt.
Und ihr seht schon, ich sehe ziemlich abgekämpft aus, ja. Also, aber jetzt hat es etwas abgekühlt. Wir haben uns jetzt auch noch ein bisschen umgesetzt, weil wir noch die Nachrichten anschauen wollen. Und der Antennenempfang war an dem Platz etwas schlecht. Jetzt sind wir noch ein bisschen nach vorne gefahren. Und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass wir jetzt eine Radtour geplant haben. Also das Gerät, was ich euch schon gezeigt habe, da kann man also die Touren am Computer planen. Nicht sehr komfortabel, muss ich sagen, aber es geht. Also es sieht soweit ganz gut aus. Wir werden es morgen in der Praxis erproben und euch natürlich mitnehmen. Es geht, Ossi. Ossi genießt es, ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier an dem schön ausgebauten Stellplatz in Moosbach und es ist alles wunderbar. Viel besser als beim letzten Mal, wo wir berichtet haben. Nur der Baustelllärm, der nervt gewaltig. Vor allen Dingen, wenn der Bagger rückwärts fährt, das ist ein furchtbar lauter Pfeifton. Ja. Und er ist heute Morgen beim Frühstück dauernd rückwärts gefahren. Also es war sehr nervig. Normal bin ich gut ausgerüstet, aber ich habe festgestellt, Eurobax habe ich nicht dabei. Es wird immer schwieriger für einen alten Mann, das alles zu organisieren. Jetzt habe ich da schon wieder dieses Navi und ich habe ihm gestern diese Route eingestellt. Und die werden jetzt Ossi und ich ausprobieren. Und dann berichten wir euch, ob das Navi was taugt, aus unserer Sicht oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass wir zu doof dazu sind. Naja, zu doof. Aber es ist halt alles mit der digital, alles digital. Erst mit dem Computer programmiere. Ich finde das halt einfach umständlich. Ich finde es gut. Ja. Wir haben ja immer einen Computer dabei. Ja. Nein. Ihr seht, wir sind uns wieder mal einig. Ja. Und jetzt geht's los. Außer man kann das auch direkt am Gerät programmieren. Vielleicht. Ja, dann müsst ihr es mal ausprobieren. Man müsste eine Beschreibung lesen. Liest du und erklärst mir es? Du hast es gekauft, du bist für die Technik zuständig. Ich lese grundsätzlich keine Beschreibungen. Ja, ja. Also dann kann ich auch kein richtiges Urteil abgeben. Ja, also es ist sehr laut hier, wie vorne ist. Ja. Ja, leider wird die Straße nebenan neu gebaut. Ja. Und heute ist zwar Samstag, aber die schaffen hier wie die Weltmeister. Und darum flüchten wir jetzt auch. Wir entfliehen dem Krach und gehen. In Städtle? Wollen wir Nein, außenrum erstmal. Erst kommt die Anstrengung und dann kommt das Vergnügen, denn heute ist hier in Moosbach das. Ich weiß nicht, Schlemmerfestival oder so. Schlemmerfest, ja. Und da gehen wir heute hin. Ja. Und ihr seid dabei. Wenn wir schlemmen. Ja, zum Essen kriegt ihr nichts von uns. Nein, das machen wir selber. Bis dann. Durchgefallen. Schalte jetzt einfach ab, steck es in die Tasche und schick es an Amazon zurück, denn das treibt uns jetzt nur im Kreis rum. Ja? Es zeigt uns nicht mehr rechts und links, schickt uns in die Sackgasse rein und ich habe die Route am PC eingestellt, die hat er angenommen und jetzt schickt er uns da über die Straße drüber, unter die Brücke zurück, über die Straße drüber, unter die Brücke zurück. Also sowas kann ich nicht gebrauchen. Ossi? Ja, ich auch nicht. Also. Ich möchte jetzt gerne den Rundweg fahren und jetzt machen wir es halt wie immer. Wir fahren die Schilder nach. Herr Amazon, das kommt zurück. Da geht es ganz schön steil hoch. Also, bis jetzt haben wir einen guten Weg gefunden, auch ohne Navi. Mal schauen, ob wir zurückkommen. Also, strengt an, trotz E-Bike, aber wir sind jetzt nur bergauf gefahren. Ich wusste ja, dass die Route sehr bergig und sehr hügelig ist. Aber wir bringen unsere E-Bikes wieder mal an die Grenzen. Gerade losgefahren und schon erschöpft. Naja, erschöpft ist ein wenig übertrieben. Es ist halt immer sehr anstrengend. Trotz E-Bike, erstaunlich wie hoch und steil diese ganzen Berge hier in diesem Gebiet alle sind. Ja, ja, man muss sagen, Moosbach liegt ziemlich hügelig. Das heißt, die City liegt im Tal und der Ortsrand, der ist dann ziemlich weit oben. Und wir kommen jetzt dann vom Ortsrand zurück, wenn ich gestern die Route richtig angeschaut habe. Und deswegen mussten wir jetzt erstmal einen Berg hoch. Und da fahren wir jetzt müsste es dann ziemlich eben sein und dann geht es wieder den Berg runter.
Aber es ist wunderschön hier. Also wenn man sich wirklich die Mühe macht und die Anstrengung vor allen Dingen. Es lohnt sich einfach immer. Es ist so schön. Genau, und wenn wir durchhalten und das Schlemmerfest das verspricht, was es oder das hält, was es verspricht, dann werden wir sogar noch belohnt. Ja, aber jetzt werden wir schon mal belohnt für den schönen Ausblick hier. Genau. Das zeigen wir jetzt mal ganz schnell, oder? Oder? Ja. Es ist etwas diesig. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera so gut einfangen kann. Ja, mit der nicht. Ja, aber man sieht einfach schön in die Gegend. Ja. Wunderschön. Alles grün, viel Wald. Ja, hier beginnt ja auch der Odenwald, oder? Das ist schon Odenwald. Das ist da am Rande des Odenwalds, ja. Ja, und es ist schön. Gut. Fertig. Ja? Ja. Fertig. Also ich habe jetzt direkt die Straße nach Mosbach eingegeben. Ja, also Adresse in Mosbach. Es hat sich neu orientiert. Und rat mal, wie der uns nach Mosbach schickt. Keine Ahnung. Wo wir herkommen sind. Also ich würde sagen, taugt nicht viel. Da orientiere ich mich lieber nach meiner Nasenspitze. Sind wir ja auch bisher ganz gut gefahren. Und nach den Finger im Mund, im Wind. Also, wir beobachten es trotzdem. Gell, Ossi? Genau, und bis jetzt sind wir ja ganz gut gefahren. Das meiste haben wir nämlich schon. So, und wir fahren jetzt weiter. Und eine Joggerin hat uns den Weg erklärt. Und damit kommt man eigentlich doch überall noch gut durch. Vermutlich besser als mit dem Navi. Sieht so aus. Wir fahren jetzt weiter. So, wie heißt es so schön? Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wir sind keine Täter, aber sind trotzdem zurück. Hätten wir im Oktober, wie wir das erste Mal in Mosbach waren, nicht gedacht, dass wir hier nochmal zurückkehren. Nein, hat sich jetzt einfach so ergeben. Ja, und ist ein schönes Städtchen. Ja. Gefällt uns nach wie vor. Nur vom Schlemmerfest sehen wir nichts. Nein, es könnte aber sein, dass das nur ein Lokal nicht, weil die extrem voll sind. Ja. Also schauen wir, ob wir irgendwas finden, was schlüssig ist. Wir wollen ja ein wenig schlemmen, oder? Mal schauen, ja. Was wir finden. Vorschriftsmäßig die Ursi. Immer den Vorschriften entsprechend. Richtig schön. Da sind wir schon mal gefahren und waren begeistert im Oktober bei schlechtem Wetter oder bei nicht so schönem Wetter. Und jetzt ist es noch schöner. Ehemaliges Landesgartenschaugelände von Mosbach. So, und geheiratet wird hier auch. So, wir fahren wieder da, wo es für Fahrradfahrer. Hey, Ossi. Ja, Ossi ist auch gefahren. Ja, schimpft schon über sie. So, da sind wir schon am Wohnmobilstellplatz. Unverändert die Entsorgung. Und jetzt sind jede Menge Wohnmobile dazugekommen. Da ist die Erweiterung des Platzes. Sehr schöner Stellplatz.
Unsere Tour ist zu Ende. Geschlemmt haben wir nicht. Schön war es trotzdem. So, also um das Ganze jetzt abzuschließen, das Navi haben wir zurückgegeben. Navigation, also die, meines Erachtens hat es ja nicht viel getaugt und ich habe mich jetzt auch kundig gemacht nochmal. Die anderen Navigationen, die sind, also die Fahrradnavigation sind wohl alle out oder nicht mehr aktuell. Also auch die anderen Alternativen haben keine allzu guten Kritiken bekommen. In einem Fahrradgeschäft hat mir gesagt, dass man heute das Ganze eigentlich mit dem Handy macht. Okay, habe ich es ausprobiert mit dem Handy. Und die App, die mit dem Handy am gängigsten ist, das ist die App von Komoot. Und die probiere ich jetzt gerade aus. Ich bin jetzt also wieder daheim. Oder wir sind zu Hause, die Uzi fährt ja hinter mir. Und da kennen wir uns aus. Wir haben jetzt uns eine Route einstellen lassen, wie wir in die Innenstadt kommen. Mit dem Fahrrad. Und natürlich bin ich gleich eine ganz andere Richtung gefahren, weil ich da einen schöneren Weg kenne. Als die App mir vorgeschlagen hat, die hat mir vorgeschlagen, einfach den kürzesten Weg an der Hauptstraße. Und ich möchte ein bisschen durch den Wald fahren und am See entlang, weil es viel schöner ist, wenn man schon so wohnt. Und jetzt hat sie schon gemotzt und hat ihre Dienste versagt. Aha, also jetzt hat sie wieder was aufgenommen und wahrscheinlich wird sie mir an die Hauptstraße zurückführen. Was ich auch noch dazu sagen muss, was ich ein bisschen blöd gefunden habe an der Navigation, es war hier ein altes USB-Kabel dabei gelegen, also mit dem dickeren Stecker vorne, nicht das aktuelle, sodass man das dann auch nicht dann mit den üblichen Steckern aufladen kann, sondern da braucht man auch ein extra Kabel dabei. Also auch das war für mich ein Kriterium, wo ich gesagt habe, nee, die Software kommt nicht in Frage. Also hier ist ein Fahrradschildweg. Und die Route, das Komoot hat es nicht drauf, obwohl es schön durch den Wald durchgeht, ja. Ja, sollte eigentlich schon sein. Vielleicht gibt es gar kein richtiges Navi für Fahrräder, ich weiß es nicht. Also einen Vorteil hat es auf jeden Fall. Es findet die Route und wir waren jetzt im Wald. Und jetzt weist sie mich an, auf dem richtigen Weg, wie ich an mein Ziel herankomme. So, diesen schönen Fahrradweg hätte mir jetzt die Route nicht gegönnt. Stattdessen hat sie gesagt, ich soll auf die Hauptstraße gehen und dann an der Hauptstraße entlang ranfahren. Ärgerlich für eine Ausflugssoftware. Nächstes Problem ist gekommen, was ich schon befürchtet habe. Man kommt einmal an das Display hin vom Handy und schon ist die ganze Einstellung verstellt. Das heißt, es kommt eine ganz andere App hoch, ja, sodass man nichts mehr sehen kann. Also mir wäre eine Navi-Software speziell für die Fahrradnavigation sehr recht gewesen. Also eine Handy-App hat definitiv den Vorteil, dass man das Handy immer dabei hat, dass der Akku im Handy relativ lange hält, wobei ich jetzt schauen muss, was der Akku verbraucht wurde für die kurze Strecke. Und dass das GPS-Empfänger da dabei ist. Das ist der Vorteil, hat aber natürlich auch seine Nachteile, wie ich ja jetzt gerade gesagt habe. Die Uhr ist hoffentlich noch hinter mir. Wir haben eine schöne Radstrecke, die uns die App als Ortsfremder nicht gegönnt hätte. No, geht nicht. So, sie schwitzt jetzt mit mir, aber ich kann nichts verstehen. Also man muss sich dann das Ganze schon per Bluetooth aufs Handy, auf die Ohren holen. So, wir sind am Ziel angekommen. Ich weiß nicht, ob die App das auch hingekriegt hätte, aber sicherlich schon, also aber nicht mit der gleichen Strecke. Und schlussendlich muss ich sagen, das ist ganz okay, wenn man sich mal irgendwo verfahren hat, wo es fremd ist. Die App findet auf dem Weg zurück und leitet einen dann. Sie ist einstellbar und mittlerweile kommt auch die Uzi. Die Uzi hat auch hergefunden. Klar. Ganz ohne App.
Der Weg ist mir wohl bekannt. So, also das, damit beschließen wir jetzt das Video. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal sagt, wie ihr navigiert im Ausland. Oder in der Fremde. Ja, überhaupt, ja. Mit dem Fahrrad, ja. Was ihr verwendet. Wir probieren jetzt das Komoot weiter aus. Ich habe jetzt schon eine Fahrradhalterung bestellt fürs Handy. Und wir berichten davon und freuen uns auf eure Kommentare. Stimmt's? Ja, das tun wir. Sagen wir nur Tschüss. Ja, klar. Tschüss. Tschüss aus Konstanz. Tschüss.